Staatssekretär Dr. Frank Pfeil ließ es sich nicht nehmen, den Fördermittelbescheid für das Amtsschösserhaus in der ehemals kleinsten Stadt Sachsens in Mutschen, heute ein Ortsteil der großen Kreisstadt Grimma, dem Bauherren selbst zu überreichen. Daneben erschien Sven-Gunnar Kürmes, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises, in dem Mutschen beheimatet ist, der Bauherr Marco Letsch, außerdem der erste Beigeordnete des Landrates Gerald Lehne sowie Vertreter der Denkmalpflege. Aber erst einmal zum Begriff des Amtsschösserhauses. Hier liegt kein Sprech- oder Schreibfehler vor. Der Amtsschösser war nichts anderes als der Steuereinnehmer und Vertreter der Obrigkeit im jeweiligen Amt. Das im Barockstil errichtete Haus diente ab dem Ende des 19. Jahrhunderts als Wohn- und Geschäftshaus der Familie Wappler und ist in Mutschen auch als das Wapplerhaus umgangssprachlich bekannt. Seit ca. 30 Jahren steht dieses Haus leer und verfällt. Dr. Frank Pfeil übergab nicht nur den Fördermittelscheck über 200.000 Euro, sondern auch eine Denkmalplakette. Alles beides der Situation geschuldet, wohl verpackt. Ich finde es auch ein wirklich wichtiges Signal, dass wir Aktivitäten insbesondere auch im ländlichen Raum haben, dass wir insbesondere auch in den kleinen Städten, in den Kommunen, in den Ortschaften immer wieder Initiativen haben, die praktisch auch Denkmäler erhalten. Sven-Gunnar Kürmes sah die Förderung aus Sicht des Landtagsabgeordneten. Gerade in dem Ausschuss zu dem Ministerium gehörend für die regionale Entwicklung, dass wir eben wirklich auch mal solche Highlights noch mit haben und insbesondere auch zeigen, dass wir gerade auch im ländlichen Raum eben Projekte fördern wollen, dass das Leben hier, wir sagen immer, es ist ja lebenswert auf dem Land, aber es soll eben auch an solchen Beispielen gezeigt werden, dass hier auch Schwerpunkte gesetzt werden. Und wenn sich da private Investoren finden, die erstmal den Mut haben, das muss man natürlich sagen, und sich dann auch reinknien, mit Liebe auch so ein Ding zu betreiben, ich glaube, das fördert auch insgesamt unser Zusammenleben und unser Leben im ländlichen Raum. Diese Förderung ist ein Beitrag, um die entstehenden Mehrkosten für die denkmalgerechte Sanierung des Amtsschösserhauses in den Griff zu bekommen, brachte es Gerald Lehne auf den Punkt. Und um sich einen Eindruck von der Größe der Aufgabe zu machen, ging es dann an die Besichtigung des Objektes von innen. Marco Letsch erläuterte im Inneren des Hauses, was geplant ist. So soll im Erdgeschoss eine Physiotherapie entstehen und in den oberen Geschossen werden barrierefreie Wohnungen gestaltet. Was ein Gewinn vor allem für Menschen aus Mutschen wird, die im Alter auf keinen Fall aus ihrem geliebten Wohnort wegziehen möchten. Im Erdgeschoss wurde durch die Wapplerer Ende des 19. Jahrhunderts ein Ladenlokal eingerichtet und damit die Eingangsachse und vieles mehr nachhaltig verändert. Alles das denkmalgerecht zu sanieren und dabei doch eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Nutzung zu ermöglichen, bedarf vieler guter Ideen und einem Bauherr, der das Nötige, gewusst wie und auch finanzielle Mittel einsetzt. Um das zu unterstützen, gibt es die Denkmalsförderung durch den Freistaat. Der Blick ins Obergeschoss des Hauses war genauso ernüchternd wie die Besichtigung im Erdgeschoss. Hoffen wir, dass wir in den nächsten Jahren vom Baufortschritt und dem Erstrahlen des Amtsschösserhauses berichten können.